Okay, wir beenden das. Holy shit. Alles super ungeduldig, Alter. Ich meine, ich will zumindest diesen ganzen Dorf-Quest-Kram hier noch machen. Habe ich noch irgendwas offen? Ich glaube nicht, oder? Also nichts, was irgendwie cool ist. Okay, das ist halt so Shit, der... Das ist so hier Nebenaufgaben, was haben wir denn? Ich glaube, da kann ich zumindest noch, diese eine Quest beenden, die ich da angefangen habe, mit dieser Göttinnenstatue. Weil da muss ich nur noch eine finden irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr, welche Quest das war. Aber da fehlte mir nur noch eine und dann war es fertig. Ansonsten, keine Ahnung, ich kann irgendwie den restlichen Kram hier noch abarbeiten. Das dürfte ja auch nicht so lange dauern und dann... Ja, die Labyrinthe mache ich nicht. Da haben wir keine Zeit für. Wenn ihr alle so ungeduldig sind, müssen wir gucken, was so das Wichtigste ist, so. Ich muss aber auch sagen, zwischen dem Release dieses Spiels und jetzt kam halt einfach Final Fantasy 16 raus und das war einfach so viel wichtiger als das hier. Okay, wollen wir eine Liste erstellen? Meine Fresse. Mit Sachen, die ich noch machen muss. Okay, dann haut mal Sachen raus, die ich noch machen muss. ich habe zwar gesagt, ich schaue ins Lösungsbuch rein, aber ich habe es noch nicht getan, weil ich fett und faul bin. Ey, Final Fantasy 9 ist das Beste. Halt, eigentlich wollte ich, das als Segment im Final Fantasy 16 Video haben, aber ich glaube, ich mache das jetzt eigenes Video, wo ich so ein bisschen darüber rede, wie, nee, nicht wie, sondern was so ein Final Fantasy ausmacht. Und ich werde einfach 300 Mal wiederholen, wenn ein Final Fantasy nicht wie Final Fantasy 9 ist, ist es kein Final Fantasy, Punkt. Und das ist ein Mantra. Das geht 10 Minuten und eine Sekunde, damit ich maximale Ads reinschalten kann. Und das ist der komplette Inhalt des Videos. So, ich muss noch machen. Die Labyrinthe. Offene Sidequests beenden. Was fehlt denn noch? Die ganzen Hausdinger. Die, wie heißt der Kram hier? Taburassa Häuser, bla. Hausquests, so. Okay, lass mich mal kurz ins Buch schauen. So. Ich habe hier in meiner Hand das, wonach sich alle sehen. Und zwar das Lösungsbuch. Und hier ist alles drin. Hier steht drin, was wir brauchen. Vielleicht sollte ich mich nicht spoilern. Das wäre noch ganz gut. Hier, Nebenaufgaben. Episoden, auch okay. Nehme ich alles. Maronus in der Patsche. Ich glaube, das haben wir schon. Okay, was klingt denn hier cool? Hier muss man ganz schön viel Frieden bringen. Das Hühnerorakel klingt eigentlich ganz funny. Au. Hast du die Quest auf dem... Ja, die Quest habe ich schon. Das ist das nicht die, die irgendwie mehr Lore bringt oder so? Die habe ich auf jeden Fall gemacht. 235. Stimmt, wir müssen diese ganzen, wir müssen die Dings-Dudes noch machen, ne?
Stimmt, wir müssen die Kleeblatt-Kuriersachen machen. Die ganzen Jägersachen. Ist da sonst noch irgendwas, was wichtig ist? Das Haus bauen wir uns heute. Ich glaube, das war's. Oder? Coolerer Stuff kommt jetzt nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, das Hühnerding kann man eh noch machen, wenn es irgendwie später noch irgendwie ein Sidequest gibt. Hier packe ich mir noch direkt mal so einen Erinnerungsstreifen rein, damit ich das hier nicht vergesse. So, okay. Das hat sich nicht gelohnt, da reinzuschauen, aber passt schon. Okay. Wow, so. Violett Elefant. Danke für den Sub. Ist Lurelin Village der Strandkram? Weil wenn ja, dann habe ich das schon gemacht. Okay, der jetzige Quest-Shit ist, wenn ich mich nicht irre, eine Episode mit Mathildas Aufbruch, genau. Okay, wir müssen mit ihm reden anscheinend. Den Strandkram habe ich bereits aufgebaut, daher alles cool. Entschuldige, war ins Gespräch vertieft und konnte mich nicht richtig um dich kümmern. Darauf ist Verlass. Dumster erledigt das. Das ist unser Motto hier im Bauunternehmen Dumster. Ich bin der Geschäftsführer. Doch wenn es um mein Kind geht, fehlt selbst mir dieses Selbstvertrauen. Meine Tochter Mathilda, weißt du? So liebenswert. Sie ist so liebenswert, Punkt. Und sieht meiner Frau Paula und mir so ähnlich. Doch bald wird Mathilda nach Gerudostadt aufbrechen. Die Geburtsstätte meiner Frau. Die Gerudo haben ein Gesetz. Bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht? Nun, dann kommt jemand aus Gerudostadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in Gerudostadt eine große Ehre für eine Gerudo. Und Mathilda scheint sich auch schon sehr darauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Doch ich hatte ja keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ach, bitte verzeih mir für meinen Ausbruch. Ich muss zurück zum Projektgelände. Nur zu gern würde ich noch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, bevor sie abreist. Doch ich habe leider alle Hände voll zu tun. Meine Frau auch. Kann keine weiteren Aufträge mehr annehmen, weil der Umzug sie wohl stark in Anspruch nimmt. Ich wünschte, jemand würde Mathilda etwas Gesellschaft leuchten. Dann fühlt sie sich wenigstens nicht mehr so einsam. Okay, cool. Los geht's! Der Gerudo-Wüste ist trocken, dort regnet es fast nie. Da braucht sie eigentlich keine Regenkleidung. Aber so heiß es tagsüber ist, so eiskalt wird es nachts. Ich sollte hier reichlich warme Kleidung einpacken. Oh, dich habe ich gar nicht bemerkt. Ich denke darüber nach, was ich meiner Tochter für ihren Umzug mitgeben soll. Sie möchte so gern noch etwas Zeit mit den Leuten hier verbringen, bevor sie wegzieht. Und sie lernt so fleißig in ihrem Zimmer. Da möchte ich einfach auch etwas Gutes für sie tun. Ah, sobald meine Tochter umgezogen ist, werde ich wieder Bestellungen für Traumhäuser entgegennehmen. Ich hoffe, du kannst dich noch so lange gedulden. Okay, müssen wir jetzt ihre Tochter finden? Vielleicht ist sie da oben irgendwo. Guten Morgen heißt Zavata. Hallo heißt Zavak. Und auf Wiedersehen heißt... Wer da? Oh, wow. Das ist auf jeden Fall ein Kind. Hast du mich aber erschreckt. Ich habe mir schon gedacht, du wärst hier, um mich abzuholen. Ich lerne ganz fleißig, weil ich schon bald in Mamas Heimatort ziehen werde.
Dort spricht man nämlich die wundervolle Sprache der Gerudo. Und weil ich allen hier im Dorf auch etwas davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen. Magst du auch die Sprache der Gerudo lernen? Dann kommst du genau zur rechten Zeit. Ich wollte gerade Großmutter Monari eine kleine Unterrichtsstunde geben. Komm doch einfach mit. Mit meiner Hilfe sprichst du bestimmt auch bald fließend Gerudo. Dieses Mal will ich einen Gerudo-Vokabeltest mit meiner Großmutter Monari machen. Wäre das nicht auch was für dich? Ach, liebe Güte. Ich wünsche, sie wäre ein bisschen schneller. Beweg deine kleinen Beinchen. Mögen sie dich einfach zu deinem richtigen Ziel tragen, Mann. Savak, Großmutter Monari. Ach, Mathilda. Vergnügt wie eh und je. Du willst mir sicher wieder etwas Unterricht geben, habe ich recht? Haha, ganz genau. Und ich habe heute sogar einen echten Grünschnabel dabei. Also dann, Großmutter Monari. Es ist wieder Zeit für Mathildas wunderbaren Vokabeltest. Wie lautet das Wort für Großmutter in der Sprache der Gerudo? Großmutter in der Sprache der Gerudo. Wie sagt man auch gleich dazu? Keine Ahnung. Hätte ich das irgendwo lernen können? Waba? Aha! Du bist gut. Kann es sein, dass du gar kein echter Grünschnabel bist? Ach, richtig, Waba. Es lag mir auf der Zunge. Wie es scheint, haben hier noch jemanden, der mit der Sprache der Gerudo vertraut ist. Dank der lieben Mathilda habe ich meinem Gerudo-Wortschatz beachtlich erweitern können. Naja, die Sprache, das ist die Sprache, die in Mamas Heimat gesprochen wird. Und wenn jeder hier Gerudo spricht, dann fühlt sich Mama vielleicht nicht ganz so einsam, stimmt's? Jetzt, da ich mir um Mama keine Sorgen mehr machen muss, werde ich mich um Papa kümmern. Oh, ich hab's. Vielleicht kann ich Papa bei seiner Arbeit helfen. Der hat immer so viel zu tun. Am besten gehe ich gleich zur Schwebebahn und fahre zum Projektgelände rüber. Ach, Mathilda. Sie ist doch noch viel zu jung, um sich so viele Sorgen um ihre Eltern machen zu müssen. Aber vielleicht erübrigt sich das ja von selbst. Seitdem Hagi die Verantwortung übertragen wurde, kann man nicht mehr so leicht mit der Schwebebahn fahren. Ich will mit der Schwebebahn zu Papas Projektgelände fahren, damit ich ihm bei seiner Arbeit helfen kann, aber ich hatte vergessen, dass man nur noch dahin fahren kann, wenn man dafür bezahlt. Bevor sie dem Onkel da die Aufsicht übertragen haben, musste ich nie was bezahlen. Wenn ich doch nur irgendwie die Schwebebahn benutzen könnte, ohne dass er das davon mitbekommt. Aber ohne eine Ablenkung wird er mich bestimmt sehen. Wenn ihm bloß jemand die Sicht versperren könnte. Oh no. Okay. Das klingt alles höchst illegal. Kann man nicht einfach dafür bezahlen? Die Schwebebahn? Aha, aha. Aha. Passt schon. Hier muss doch jetzt irgendwo irgendwas rumliegen, was ich da hochheben kann, oder? Ihn zum Beispiel? Nein, okay. Ah. Okay, das ist ein Anfang. Ah,
im Lager ist irgendwas, aber wo ist das Lager? Okay, kommt man irgendwie da drunter? Irgendwo ist da eine Höhle. Aber war nicht auch irgendwo hier... der Dude, der die Höhlen anzeigen lassen konnte? Irgendwie an der Seite oder okay. Terrell und Hotaru. Danke für eure Subs. So, warte mal kurz. Dann der Dude hier nach da. Witzig. Als ob so ein Pappaufsteller die ganze Tür versperren könnte. Come on. Ganz schön doof, dass wir die Tür nicht aufgekriegt haben. Okay, cool. Ich glaube, ich habe eine Idee. Sie sind nur so lediert, dass man sie wieder wegwerfen wollte. Okay, damit kann ich anfangen, was ich möchte. Nice. Okay, warte. Würde das denn funktionieren? Ah, oh, schade, das geht nicht. Oder? Das ist geschäftsschädigend. Hat das geholfen? Ist sie jetzt... Nein, sie ist nicht weg. Ist zumindest meine Baute noch vollständig? Nein. Oh, ihr seid wahnsinnig uncool. Okay, so. Das ist voll kompliziert. Hey.
Okay, so. So? Ah, der Sub-Sound schon wieder kaputt. Warte, warte. Okay, ich komme mit meiner Maus nicht rüber. Ich kann es nicht fixen. Ah, hier, ist meine andere. Okay, warte. Eigentlich sollte das gehen. Glaube ich. Oh, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss ich von anders machen. Geht grad nicht. Ich muss irgendwann eh mal mein ganzes Ding streamline, glaube ich. Weil ich habe halt 5 verschiedene Sachen, die da ineinander reinspielen. Wenn halt eins nicht mehr geht, geht halt alles nicht mehr. Los, jetzt oder nie. Oh. Hey, Majora. Das lief ja super. Brüll halt darüber, während du unbemerkt darunter fahren möchtest. Gott, Kind, so. Come on. Hey, Zitrusblume, boah, danke für dein, ich kann nicht mehr reden, ich bin so aufgeregt. Danke für deinen Sub, so. Oh Mann. Oh, du bist auch hier, was? Papa ist irgendwie seltsam, er grummelt die ganze Zeit nur so vor sich hin. Lunako, danke für deinen Sub. Ah, du bist. Ich habe viel nachgedacht. Darüber, was ich für Matilda tun kann. Dann ist mir was eingefallen. Gerudo-Stadt liegt ziemlich weit entfernt von hier. Auf dem Weg dahin treiben sich massenweise Monster herum. Deshalb habe ich mir gedacht, ich baue meiner Matilda einen eigenen Ballon. Einen ganz besonderen. Ich habe allerdings gar keine Idee, wie ich das anstellen soll. Einen Ballon mit dem gewissen Etwas. Ach, Papa, ich mag deine Ballons auch, wenn er ganz normal ist. Er ist so schön rund, genau wie die Sonne. Die Sonne... Das ist es. So ein Ballon. Gelb wie die Sonne. Die Sonnenfleckchen hier in der Gegend sind ein wirklich gutes Färbemittel. Aber bei der Größe des Ballons brauche ich bestimmt 10. Du brauchst Sonnenfleckchen, Papa? Diese knallgelben Blumen? Da helfe ich dir beim Sammeln. Lieb von dir, aber es ist noch eine Nummer zu groß für dich. Sonnenfleckchen sind nämlich ziemlich selten. Okay. Ich glaube, ich habe 10, oder? Hier. Was haben wir denn da? Du hast tatsächlich 10 Stück auftreiben können. Man of One, danke für 5 verschenkte Subs. Yeah, voll cool. Das sind Sonnenfleckchen, genau die richtige Anzahl. Yes, weil ich einfach sick bin, so. Wow. Ich habe auf mein Mikrofon gespuckt. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Ganz fix heißt es. Tada, schon ist die Sonne da. Yes. Nice. Tada, fertig, pünktlich zum Sonnenaufgang. Und mir bleibt noch ein wenig Zeit, meine Kleine beim Schlafen zu beobachten. Dummster. Oh, Paula. Warum so aufgeregt? Sag jetzt nicht, dass... Doch, ihre Eskorte ist eingetroffen. Sie wartet am Dorfeingang. Verstehe. Dann lass uns gemeinsam aufbrechen. In Mathildas eigenem Sonnenballon.
Möchtest du mit uns kommen? Shasharabi, danke für den Sub. Hui, ich bin ein Vogel. Knabbere nicht so rum, Mathilda. Nicht, dass du noch fällst. Nun seht euch das mal an. Ja, die Sonne. Die Sonne wacht gerade auf. Sieht aus, als wolltest du dir... Ganz gleich, ob du in Gerudo-Stadt oder Taburasa bist, dieselbe Sonne scheint auf uns herab. Was zählt ist, dass wir uns, wie nah wir uns im Herzen sind. Deine Mama wird immer bei dir sein. Wir setzen bald zur Landung an. Gut festhalten. Voll beautiful. Papa, danke für dein tolles Geschenk. Mathilda, wenn du dich jetzt einsam fühlst, komm jederzeit. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Papa muss genauso stark sein wie du, Mathilda. Unsere kleine, bezaubernde Mathilda. Nun aber los, geh schon. Ich weiß, es wird Zeit. Du brauchst dir um deinen Papa und deine Mama keine Sorgen zu machen. Ich werde mich gut um beide kümmern. Ich werde zu einer wundervollen Weih und kehre dann mit ganz vielen Geschenken zurück. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu hören. Ich werde dich in Gerudo-Stadt mal besuchen, dann können wir wieder zusammen spielen. Vielen Dank euch allen. Ich meine, sag, sag. Ich werde mal eine ganz tolle Weih wie meine Mama. Und ich finde ganz bestimmt auch so einen lieben Boy wie Papa. Savok alle zusammen. Oh, das ist cute. Und sad, aber cute. Powder, hast du gesehen? Ich habe die ganze Zeit versucht zu lächeln. Ja, das hast du gut gemacht. Wie hätten wir beide auch sonst weinen können, wo unsere Tochter so tapfer war? Nun fängt aber auch für uns ein neuer Abschnitt an. Lass uns das Beste daraus machen, einverstanden? Ja. Ich schätze, du hast recht. Also schön. Tut mir leid, dass wir dich so sehr eingespannt haben. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Die Sonnenfleckchen waren auch recht wertvoll, nicht wahr? Hier, nimm das als kleine Entschädigung. Von mir aus... Auf deine Hilfe kann man immer zählen. Falls es dich mal nach Gerudo-Stadt verschlägt, sieh nach Mathilda, ja? Was redest du da? Hast du einfach vergessen, dass wir Gerudo-Stadt nicht betreten dürfen? Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Solltest du dich nicht auch mal wieder um deine Kunden kümmern, Schatz? Das war cute. Das war süß. Das mochte ich. Freaky, danke für den Sub. Wann ist der 50-Stunden-Stream, wenn ich mein scheiß Leben auf die Reihe kriege? Ich habe einfach so viele Baustellen, die ich erst abarbeiten muss. Und davor habe ich keine Zeit dafür. Das ist halt super fucking nervig. Aber das ist leider meine eigene Schuld, so. Das ist halt... Gerade läuft's doof, so. Das ist halt alles blöd. Deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Aber ich worke hart und versuche alles so schnell wie möglich zu regeln. Und sobald wir das geschafft haben, geht's los. Was ich sagen will, Bockblins haben riesige Nasen, die man fast schon als Rüssel bezeichnen könnte. Ihre Ohren sind länglich und das Horn oben auf ihrem Schädel ist klein und süß. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Was gibt's denn? Ah, grüß dich. Ich wollte dir nochmal für deine Hilfe mit Mathilda danken. Dank dir kann ich endlich wieder ein bisschen klarer denken. Jetzt, da Powder ihre Arbeit mit den Traumhäusern aufgenommen hat, wollte ich noch härter arbeiten als zuvor. Oh, es tut mir leid, ich hätte fast schon wieder angefangen, dich voll zu schwafeln. Das ist Kilton. Er ist vor kurzem nach Taburasa gezogen. Ich sollte ihm eine Monsterskulptur bauen. Ich bitte um Verzeihung, ich bin nicht so gut im Erklären.
Am besten wäre es wohl, wenn wir ein Bild eines Bogblins hätten. Aber eine solche Zeichnung wird mir wohl kaum gelingen. Als Ausgleich werde ich Kilt meine Erklärung dafür unermüdlich wiederholen, bis alle Klarheiten beseitigt sind. Ja, ein detailliertes Bild wäre am besten. Ich habe ein Bild. Habe ich ein Bild? Ich habe anscheinend voll gelogen. Ich habe nämlich gar kein Bild. Okay, das funktioniert alles gar nicht hier bei mir. Super doof. Was ist denn da los, Alter? Warte mal. Okay, cool. Okay, das war eine fiese Lüge, die ich erzählt habe, dass ich einfach weiß, wo so ein Bogblin rumdudelt. Haben wir nicht? Können wir nicht? Geht das nicht irgendwie? Wo kann ich... Ah, hier, der Sensor. Warte mal. Habe ich echt kein Bild davon? Voll vergessen, wie dieses Spiel funktioniert, Mann. Ich brauche mal einen regulären Bogblin. Aber nur so ein normaler, ne? Wie hier straight up auch einfach keiner ist. Definitiv ist aber irgendwo hier auf dem Hyrule Field einer, oder? Das würde mich wundern, wenn hier keiner ist. Okay, irgendwo hier. So. Das wollte ich nicht. Wenn das mal kein richtig gutes Bild ist, Alter. Oh mein Gott. Yes, voll nice. Okay, cool. So, und jetzt muss ich noch die ganzen anderen Dudes fotografieren, oder? Verdammt. das behalten wir. Aber ich glaube, das passt schon. Ich glaube, hier kann ich voll viele Bilder von den Dudes machen, oder? Ja. Aber ich kenne die Quest. Also ich kenne nicht die Quest, aber ich kenne das Bauen von diesen Szenen. Und ich weiß, dass du da verschiedene Monster reinpacken kannst. Also mach ich einfach mal ein paar Bilder von ein paar Monstern. So. Alles cool. Ist das jetzt richtig? Ich glaube nicht. Okay, das passt schon. Sehr gut. Voll das coole Bild. Nice. Ja. Thank you.
Ja, das war schon so ein Top 10 Pictures Before Disaster Struck oder wie das heißt. Oh, ich bin gerade voll in Love mit dem Spiel. Ich hab ganz vergessen, wie cool das ist, wenn du da so hochspringst und runterfällst. Oh, wie seamless das einfach ist, Mann. Holen wir uns noch ein paar Feen. Mit den Glitches kann man easy Rubine farmen. Das Game wurde leider geupdatet. Das hat ja irgendwie heute erst noch ein Patch bekommen, ne? Oder gestern oder so, wo sie Glitches gefixt haben und die Spielerfahrung stabilisierten. Der Witz ist halt mit Tears of the Kingdom, du kannst das Spiel einfach jetzt schon in 4K, 60 FPS und maximale Details simulieren. Und das funktioniert sogar überraschend gut. Das heißt, das hier ist jetzt so das erste und letzte Mal, dass ich es auf der Switch spiele. Danach werde ich es, glaube ich, nur noch emulieren. Daher, ach, freue mich drauf. Gab's hier nicht irgendwo eine Höhle? Ach, die war da vorne. Oh, voll weit weg. Gehen wir mal nach hier. Kann ich auch diese Höhlendudes fotografieren und dann ein Dings davon kriegen? Verdammt. Super sad. Ich dachte, hier wäre irgendwie was Cooleres, aber anscheinend nicht. Der zählt nicht als Monster, okay. Aber dann wird doch bestimmt irgendwo einer dieser riesigen Dudes hier irgendwo rumschwirren, oder? Ich meine, von den Moblins, genau. Da wird es ja wohl irgendwo eingeben. Wenn nicht hier, dann auf jeden Fall irgendwo hier war das, oder? Im Escher-Sumpf. Los geht's. Also ich glaube, das nächste Mal durchspielen würde ich's, wenn das nächste Zelda irgendwie angekündigt wird. Weil das wird ja erst in irgendwann 8 Jahren sein. Und bis dahin habe ich, glaube ich, genug von dem Spiel nicht gespielt, dass ich sagen kann, okay, let's go. Ich glaube, das kann man machen. Kann ich sowas fotografieren? Okay, das ist cooler. So leid es mir tut. Was für ein gutes Bild. Oh mein Gott. Es ist einfach exakt das gleiche, was ich schon habe, aber das ist cooler. Wow.
Komm am Pferd. Ja. Ha. Ja. Ah, da vorne ist so ein Dude, den ich meine. Perfekt. Okay, das reicht. Dann zurück nach hier. Bis später, Vichan. Auch wenn du wahrscheinlich schon weg bist. Ah, ich dachte, der Satori-Kram wäre irgendwo hier, aber anscheinend nicht. So, ich habe hier ein Bild. Pass auf. Er zieht ihn direkt in die Fresse, Alter. Hohoho. An genau so einen Bockplan hatte ich gedacht. Damit lässt sich arbeiten. Können wir uns dieses Bild ausleihen? Natürlich. Das kriege ich hin. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Bla bla bla. Let's go. Voll cool. Hat der Kram jetzt exakt die gleiche... Haben die immer die Form, wie sie die in den Bildern sind? Aufregend. Er sieht so lebendig aus. Man rechnet damit, dass er ihm, dass er ihm direkt einfach anspringt. Punkt. Krass. Okay, das ist cool. Du, 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 du. Seht her alle miteinander. Seht ihn euch an. Den weltberühmten, weit berühmt-berüchtigten Bogblin. Nur hier können wir ihn aus der Nähe bewundern. Nur hier. Ma. Oh, irgendwie ist er schon ein bisschen niedlich. So, nach euren Augen werden, was? Nach euren, ah. Okay, nach euren Augen werden eure Ohren verwöhnt. Dieser liebenswerte Racker ist ein Bogblin. Die sind in ganz Hyrule zu finden und kaum ein Monster bekommt man so oft zu Gesicht. Mit ihren großen Ohren und süßen Schnäuzchen möchte man sie direkt knuddeln. Aber man sollte sie jetzt nicht... Man sollte sich ihnen nur nähern, wenn man weiß, was man tut. Denn sie sind keine guten Konversationspartner. Oh, wenn man das so hört, gewinnt man sie irgendwie lieb. Wenn man sie hasst, kennt man sie nur noch nicht. Beobachten und lernen, das soll unser Streben sein. Bitte seht euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Danke, danke. Du hast nicht nur meinem Bruder, sondern auch mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich dir nicht vergessen. Nimm das hier zum Dank. Dieses Bild war großartig. Du musst wirklich ein großer Künstler sein. Es ist ein Traum, es ist mein Traum, Skulpturen von Monstern aus aller Welt zu sammeln. Ha.
Ein Horrorblin. Das waren noch die Dudes, die in den Höhlen rumhängen, oder? Genau. Oh, ich hab wirklich einen. Cool. Hohoho. Okay. Darauf ist Verlass. Ew. Alles gut. Keine Sorge. Ich mag, wie er auf einem Stick balanciert wird. Muss ich mir dieses Gespräch eigentlich jedes Mal wieder anhören, dass er eine Skulptur baut und dann gesagt wird, yeah, jetzt platziere die Skulptur doch bitte da drüben. Und er sagt so, nö. Kann ich dich da so reinecken und dann passt das schon? So, ein bisschen Regen stört mich bei der Arbeit nicht. Bla bla bla. Ja, ist okay. Oh, ist doch alles super. Alles erledigt. Whoop! Das sieht wohl cool aus, das habe ich gut gemacht. Was für ein Arrangement. Genau das habe ich mir gewünscht. Sieht aus, als würde sich sein Fell im Wind bewegen. Zeigen wir dieses Meisterwerk allen im Dorf. Los geht's. Ich bin ready. Seht her, alle miteinander. Das ist eine neue Spezies, ein Horrorblin. Nur hier könnt ihr ihn so aus der Nähe bewundern. Oh, eine neue Spezies. Ihr dürft gerade eure Augen weiden, doch leiht mir eure Ohren. Aha, aha, ein leuchtender Kataklysmus-Teil vor eurer Spezies, die in Höhlenhaus. Man könnte sagen, der Kontrast der zäher Haut und bunter Mähne verleihen ein äußerst stilvolles Aussehen. Aha, aha, aha. Mega gut. Ich habe ein Bild. Okay, jetzt ist einfach egal. Jetzt kann ich denen alles bringen. Holy shit. Das ist ja cool, dass ich jetzt einfach jedes Bild nehmen kann. Stell dir vor, ich nehme einfach den Dude hier. Ansonsten habe ich doch noch... Ich will wissen, was hierbei rauskommt, ehrlich gesagt. Okay, das ist doch nicht so spannend, wie ich dachte. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen...
Hier, so ein Ding mal machen. Ups. Kann ich die irgendwie in die Luft packen? Schade. Der Versuch war es wert. Ich glaube, der steht nicht gut, ne? Passt schon. Schon okay so. Habe ich sonst noch irgendwas, was von Wert ist irgendwie? Hier, der Dude. Hua. Das ist voll funny, das mit dem Monster schmieden. Aww. Look at him. Sagt er die ganze Zeit, er will eine Bivarok-Statue haben? Ich hab sogar so einen Dude, das ist ja cool. Ah, jetzt hab ich schon wieder nicht gelesen. Ups. Das ist halt schon cool inszeniert, das kann mir keiner erzählen. Das sieht halt schon. Sieht halt schon ein bisschen nice aus. Oh wow. Ich hab doch ein Bild von dem Dude. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ah, shit. Damn. Ah, das ist ja cool. Boah, er steht da unten? Okay, das ist nice. Kann ich dich da hinpacken? Mein Gott, das ist voll cool. Bro, come on, das ist nice so. Holy shit. Perfekter wird's nicht mehr. Okay, gehen wir uns mal ein Haus bauen. Das ist ja das, weswegen alle hier sind. So, mein Freund, möchte ich ein Traumhaus haben. Okay,
Ich hätte doch da unten bleiben können. Boah, die Wishlist, Alter. Damn, ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ja, aber eine fette GeForce 4090 fucking Fernseher. Nice. Einfach so ein dicker Computer. Liebe es. Ja, du hast voll viel Zeug, was ich schon habe eigentlich. Daher, ich muss das mal aussortieren. Crazy einfach. Crazy. Was da alles drin ist. Damn. Anyway. Herzlich willkommen beim Bauunternehmen Domstar. Jetzt, da Mathildas Umzug abgeschlossen ist, habe ich wieder Zeit für meine Arbeit. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Traumhaus zu bauen. Noch bieten wir die Grundausstattung wie küchenmöblierte Zimmer an. Zusätzlich haben wir auch noch Sonderanfertigungen, wie etwa Räume für Kunstfreunde oder Pferdeställe. Das allerbeste an unserem grandiosen Konzept ist jedoch folgendes. Man kann sich seine Räume ganz nach Belieben selbst zusammenstellen. Als Kunde wählst du einfach die gewünschten Räume aus und kombinierst sie nach Lust und Laune. Dieses Erlebnis bieten nur wir. Und wenn das Traumhaus fertig ist, erhält jeder Kunde ein Andenken an dieses besondere Ereignis. Wie zum Beispiel ein eigenes Haus. Unsere Familie steht wegen deiner Hilfe mit Mathilda in der großen Schuld. Ah, es gibt einen Nachlass. Das finde ich doch ziemlich gut. Wie viel wollt ihr von mir? 3000? Das ist ja gar nichts. Siegt ein kleines Stückchen hier entfernt. Bei dem Schrein siehst du, auf dem Hügel wartet dich einer unserer Mitarbeiter. Okay. So. Ich muss eigentlich voll viel arbeiten und voll viel streamen und voll viel Geld machen, damit ich mir vor dem Release von Cyberpunk Phantom Liberty, hieß das so, noch meinen PC upgraden kann, um das halt in ultra super duper Raytracing zu spielen. Ach, das wäre cool. Ah. Hey, Tag auch. Du bist bestimmt Link, was? Ich bin Grazianda und ich arbeite für das Bauunternehmen Domstar. Okay. Möchtest du mal bitte zuerst dorthin schauen? Oh. Direkt vor uns sehen wir dein frisch erstandenes Grundstück, Link. Wenn du ein paar von den Zimmermodulen aus deinem Sortiment unserer Firma hinpackst, hast du ruckzuck dein Traumhaus. Okay. Wollen wir noch mal sehen. Du hast dich für das Zimmerpaket entschieden. Gute Wahl. Damit hast du von Anfang an 2 Module zur Verfügung. Okay. Witzig. Hier sind die Zimmermodule. Links ist das Zimmer mit Tür und rechts ist das Schlafzimmer. Zum Schutz der Einrichtung ist noch alles mit Netzen eingespannt, aber die kommen natürlich weg, sobald der Bau fertig ist. Oh. Jetzt musst du die Zimmermodule bloß noch auf deinem Grundstück platzieren. Aha. Na. Ah. Okay. Wow, okay. So cool. Bin fertig mit Bauen. Ich mag die vielen Blumen, die einfach um mein Haus herum wachsen. Oh.
Inspektion ohne Beanstandung abgeschlossen. Aha. Aber ich weiß ja auch, dass du den Shit irgendwie upgraden kannst ohne Ende. Die Module aus dem Paket sind platziert. Okay. Oh Gott. Kann ich mir hier jetzt auch neue Module kaufen? Ich komm nicht. Verdammt. Das war so nicht geplant, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Ich verstehe. So viel zur Sicherheitskontrolle. Ich meine, da kannst du ja nichts mit verkehrt machen. So. Es ist ja nicht so, als ob was kaputt gegangen wäre oder so. Ist aber halt auch einfach keine Tür drin. Das hätte man vielleicht bedenken sollen. Da merkt man den günstigen Preis schon deutlich. Yikes! Ich streame heute wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich eigentlich nichts mehr vorhabe heute. Okay. Hier ging das auf jeden Fall schon mal nicht. Wo kann ich denn dann mein Haus upgraden? Alles, was ich möchte, ist... Jetzt sind wir bei dem Typen. Verwirrend. Aber der meinte eben nur irgendwie bla, oder? Ich fange mit Bauen an. Neue Module bitte, okay. Vorschau oder kaufen? Ich will ein Waffenzimmer haben. Ich will ein Bogenzimmer haben. Ich will ein Schildzimmer haben. Ich will ein Kunstzimmer haben. Schlafzimmer habe ich schon. Eine Küche wäre noch ganz süß. Statuenzimmer. Ah, komm. Erdunterkunft. Studienzimmer. Treppe. Da können wir schon zwei von kaufen. Boah, ein Teich. Let's go. Hey, Ria. Okay, dann schauen wir mal. Mal schauen. Oh Gott, das wird jetzt ewig lange dauern, oder?
sehe leider nicht, was das hier ist. Ist das das Ding fürs Pferd? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Diese Treppe ist gigantisch. Ich dachte, sie wäre ein bisschen kleiner. So, okay, dann kommt man da hoch. Das ist schon mal ganz nice. Was habe ich hier? Hatte ich nicht irgendwo noch so einen Viererraum irgendwie? Okay, keine Ahnung. Ich muss es, glaube ich, einfach mal sehen, wie es aussieht. So. Ich glaube, das wird so nichts. Der wird auf jeden Fall meckern. Gelagertes Modul. Ah, siehst du, ich wusste, dass ich irgendwie noch Stuff hier habe, was irgendwie. Okay, das wird doch komplizierter, als ich erwartet habe, glaube ich. Warte mal. Oh Gott, das wird ewig lange dauern. So.
Zeit, den ganzen Platz auszunutzen, der uns gegeben wurde. Lumix, danke für den verschenkten Sub. Ich weiß nicht, warum man das aufstellen muss. Ich glaube, das sieht gut aus. Also ja, prinzipiell ist das Hateno-Haus natürlich einfacher zu gestalten, weil du halt einfach nur dein Haus hast und so alles, was dann halt so da drauf kommt und das war's. Junge. So. Aber das hier finde ich eigentlich auch ein bisschen funny, so. Ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz cute. Okay, ich muss irgendwie Stuff wegpacken. Kann ich das? Okay, verdammt. Das finde ich cool. Jetzt habe ich jetzt so viel Stuff noch über und ich weiß gar nicht, wohin damit. Was ist das? Okay, das ist so ein Bilderraum auf jeden Fall. Das heißt, der kann irgendwie noch hier so mit hin. Noch ein Schlafzimmer, das ich nicht verwenden kann. Das habe ich hier noch. Okay. Ah, nice. Okay, das kann auch nach oben. Okay, das ist, glaube ich, so alles, was spontan hier so reingeht. Ich schätze mal, das hier ist dann ja das Pferd irgendwie. Das kann ja irgendwie noch nach hier hinten. Glaube ich. So. Der Rest ist zu groß. Nein. Ah, Junge. Ich bin fertig. Jetzt sagt er mir gleich so, geht nicht,
Oh. Bin fertig. Okay, aber wahrscheinlich muss ich die alle aus dem Ding dann rausdingsen, oder? Hey Sakura, was geht ab? Ich hoffe, er zwingt mich jetzt nicht, dass ich hier alle Module irgendwie verbauen muss. Kinder im Bett, endlich Ruhe, das klingt doch gut. Wo ist er hin? Okay, da. Oh. Na. Ah. Okay, sehr gut. Dann schauen wir uns mein Traumhaus mal an, das ein Raum zu wenig hat. Kann ich hier Fische reinpacken? Oder keine Ahnung, ein Krebs oder so? Oh shit, er lebt nicht mehr. Okay, das ist tatsächlich das Ding fürs Pferd, das heißt, das habe ich da sehr gut hingestellt. Voll geräumig. Ha! Nee. Den nehme ich wieder mit. Aber ich kann meinen zweiten da ausstellen, oder? Ich habe noch zwei. Sick. Nee, warte. Der kommt in die Mitte. So. Dann kommt der Dude nach hier. Und so ein Dude kommt nach da. Mega nice. Ich raste aus einfach. Ich habe irgendwann mal so einen Duplizierglitch gemacht. Deswegen habe ich das zweimal. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Auf jeden Fall habe ich ihn deswegen doppelt. So. Okay, das ist nicht so spannend. Dann doch lieber das hier. Sick. Das Problem ist jetzt nur mit den Bögen, ne? Weil da habe ich nicht so viele. Habe ich ein schönes Bild aufgenommen? Das hier wäre witzig. Habe ich irgendeins, was einfach krass ästhetisch ist, so? Was man sich so anschaut und sich so denkt, that's an aesthetic. Eigentlich ist das hier cool. Es ist halt voll scary, weil es so ein Skelettpferd ist, aber... Ich glaube, ich mag's. Das kann ein bisschen was, so.
Aber, ja, ich muss auf jeden Fall noch so ein zweites Viererzimmer da dran pappen. Mal schauen, ob das geht. Wenn ich das noch hinkriege, bin ich happy mit dem Haus. Das passt alles nicht, ne? Ach, was soll's. Ist schon okay. Ist schon okay. Da stehen nämlich schon 11 Sachen drin. Und ich dachte mir jetzt so, weißt du, eigentlich müsste ich jetzt noch ein Viererzimmer unten hinpacken, dann zwei oben. Das sind ja schon wieder 3 Plätze, die weg sind. Aber dann kommen ja auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 weitere Dinger da dran, damit ich das voll ausfüllen könnte. Und ich glaube, das wird nicht so. Anscheinend ist das mein Traumhaus. It's all I ever wanted. Besonders, weil keine Fenster dran sind. Niemand kann sehen, was ich in meinem Häuschen so tue und treibe. Und das finde ich, glaube ich, eigentlich ganz gut. Vielleicht irgendwann in naher Zukunft kann ich mich der Geschichte nochmal widmen und irgendwas richtig Spezielles draus machen. Aber TBH, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mag mein Athene auch selber. Zelda kann das hier haben. Ich finde, dass wir tauschen einfach so. Nachdem sie mir mein Athene-Haus geklaut hat, kann sie jetzt diesen Schuppen hier haben und dann ist alles gut.